Heyo, willkommen, buenos dias, dobri dien, bienvenue, I hope I speak the English word right. Hey Chef, thanks for the donations, hi Fairplay, welcome, welcome. Yeah. Next day Eco. I'm good, fair play, I'm good. I hope you will today too. In this times health is the most precious good we have. Okay. Let's eat something. Okay. Kein Kraftstoff mehr. Da müssen wir da was rein tun. So. Granitziegel. Das ist aber gar nicht gut, wenn meine Karre hier mit Granitziegel vollgestopft rumsteht. Erstmal ernten. All the tomatoes. Thank you.
Why the game is stopping for seconds. Why? Let me connect to the server. And look what's going on. I start the task manager on the server and we see if the lag is caused by the server. Server is on 20%. Hi, meine C-Top. Server is on 15 to 20% with spikes to 35. Looks okay. Weird. Okay. Weird. No idea. Okay.
Okay. Ist ein Salbei. Okay. Tomatoes, auf da, genau. Rice. Dahin. Okidoki. Gut. Keine Steine mehr. Oh oh. No stones. Oh wait. The raffle. Congrats, congrats. Tim, 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 tim. So. Yep. Skip this song. Congrats, fair play.
This sounds like hip hop too. Let's get some clay. Schon wieder. Why? Maybe it's better I leave the task manager from the server open. Look. Hi Tanja. Wir haben ein Problem, wir brauchen Stein. Ich kann nichts mehr reparieren. Keine Steine mehr. Obwohl wir eigentlich so viel Steine haben müssten. Vielleicht liegt er doch bloß versteckt, das Stein, weil ich das nicht gefunden habe. Wer weiß. Why we've changed.
So. Wir hauen den erstmal um. Nein. Dead. Sims Place, welcome, hello, greetings. Okay, ja, ging aber nicht um Holz, ging um Stein, den normalen Stein dazu mal variieren. Ne?
meine, für die Schippe brauche ich jetzt keinen Stein. Aber für die Sensen und so. Ich werde mir wahrscheinlich auf dem Rückweg dann noch ein bisschen den Weg freisensen. Du brauchst ja Pflanzenfasern, hat das hier geschrieben. Dann bietet sich das an, wenn man dann gleich auf dem Rückweg Pflanzenfasern noch mitbringt. Okay, have fun, fair play. Heute gab es mal kein Transcoding von Twitch. Ist schon zu merken, dass mehr Leute zu Hause bleiben. Dadurch sind die Transcoding-Slots von Twitch verbraucht alle. So braucht man 4 Megabit, um mindestens zuschauen zu können. Vorher konnte man das ja immer runterstellen ein bisschen. Wenn man das WLAN oder so hatte. Okay. Es gibt Song. That's not real music. Erik, willkommen. Hochgebackt. Okay.
That was quick. Congrats, Erik. So viel Leben hier. Ganzes Lehmbergwerk hier. Wir erstmal ordentliche Ziegel und bauen. Ist das mit den 3 Lehm pro Ziegel schon das Optimum oder kann man das noch irgendwie verbessern, dass man weniger Lehm braucht?
Ja, dann kommt man vielleicht maximal auf 2 Leben pro Ziegel oder so, ne? Denke ich mal. Muss mit jedem Ziegel, den du herstellst, levelst ja auch, ne? Denke ich mal. Da haben wir erstmal ordentlich mit zu tun, mit den ganzen Leben ran, Karn. Ich denke mal, wenn mit deinen höherwertigen Tischen, die müssen dann auch schon mehr Tier haben, damit das alles klappt. Also brauchst du auch noch für die Werkstatt den Leben. Das ist ein Rattenschwanz, der kein Ende nimmt. Da wäre so ein Bagger schon cool, aber dann verpestet es ja wieder die Umwelt. Und ich weiß nicht, ob man das wieder zurückdrehen kann, dass das irgendwie durch Pflanzen wieder gefiltert wird oder so. Oder ob man dann immer mehr Verschmutzung hat. Ja, bloß für Stahl brauchst du auch wieder Eisen, also nimmt ja da denn auch kein Ende, bis wir genug Eisen haben. Das dauert ja auch, genauso wie bei Leben hier. Wir brauchen endlos Eisen für die ganzen Sachen. Irgendwie auch schade, dass es keine manuell effizientere Methode als so mit Schippe nur
ein Leben pro Gang, wenn man so eine andere Schippe hätte oder irgendwie das in den Rucksack stecken könnte. Denn mit 10 Leben einmal zur Schubkarre gehen, dann würde es sich schon besser lohnen, ne? Aber so rennst du wegen jedem einzelnen Leben immer. Da würde sich so ein Bagger schon besser brauchen. Naja, und der verursacht ja auch Verschmutzung der Atmosphäre. John Moore, willkommen. Okay, John Moore. But I'm don't even close. So maybe your work is not so helpful as you think. I'm not even close to affiliate. Look, 58, 47. I need much more viewer than people. So it's not that I can reach it in the next month or so. I don't think that. But I'm okay with that, not being an affiliate. The world is not ending because this. I can stream here and for this I'm thankful. I get a supply drop every week. For this I'm thankful. So everything is okay. When the time is right, I get the affiliate. Maybe. Maybe not. We will see.
But if you want to win 500 coins, guess the number. Waffle Family, hello, welcome. Greetings. I hope you are healthy in these crazy times of lockdowns and new rules. Gleich ist er voll. Guess the number is still open. If you want 500 coins, guess the number 1 to 25. It's free, it costs nothing. Nobody wants coins. Easy win for you. Ah, Eric wants the coins. Congratulations.
That's a nice emote. Sadly, I don't can create emotes. Noch ein bisschen Pflanzenfasern mitbringen. So, hier müssen wir ein bisschen Platz machen. Das geht ja hier gar nicht, was hier alles an Zeug rumsteht. Hier noch ein bisschen aufräumen, bis dann die Sense kaputt ist. Okay. Everything. Muss man den anderen Weg auch mal mit ein paar Erdrampen bauen, damit ich nicht so weit rennen muss, wenn man hier die Umgehung. Das wäre noch sinnvoll. Bisschen Weg sparen.
So. Moin Jack. Willkommen. Tarosam, Heliconiensamen, was auch immer das ist. Schmeißen wir eine Samentruhe. War das schon irgendwo? Nee. Das haben wir aber schon mal irgendwo. Wo war denn das? Lagertruhe mal zusammenschieben, damit ich die zusammen habe. Da. Und die Samentruhe 3, die kommt da auch direkt zu. Dann haben wir alle drei zusammen. Genau. Das ist ein Baumsamen, den kann ich aber trotzdem hier reinschmeißen. Tauzen packen wir dazu. Okay. Reicht das Essen noch? Ich nehme lieber noch Essen mit. Essen, Essen, Essen. Ein paar Papayas könnten wir wieder grillen. Dann bringe ich bei der nächsten Tour auch mal Papayas wieder mit. Ich grab ja gerade da hinten, wo es welche gibt. Nee, das kannst du so lassen. Ich meinte ja hier in der Nähe, wo haben wir hier noch Erdrampen, die ich gleich hier vorne abbiegen kann. So, 10 Erdrampen kommen in die Kiste. Hier so, dass ich gleich links abbiegen kann und dann irgendwie den Weg nach unten bauen. Zwei macht der nicht, ne? Jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Vielleicht so machen.
vielleicht gucken. 8. Muss ja noch mehr Support haben. Also noch einmal, okay. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Hier noch zweimal und ich glaube noch viermal, dass dann die nächste Rampe hinpasst. Kommen wir hier am Baum vorbei oder stört der? Ich glaube, der wird stören, ne? Können wir später noch auseinanderhacken. Warum kann ich den da jetzt nicht abstellen? Was ist denn das schon wieder? Verdammte Axt.
Ja, gucken, ob wir das überhaupt bis zum Wasser schaffen. Reicht das schon? Ist ein zu hoch, ne? Doch ein zu hoch. Musste fein abtragen. Hallo Eisbär. Muss ich denn wohl? Wenn ich das verpeilt habe, richtig zu bauen, dann ist das doppelte Arbeit, ne? Ja, Grüße zurück. Wie geht's dir? Alles gut? Dann aber auch zu hoch, okay. Wir setzen das erstmal hin. Dann haben die Rampen wenigstens doch noch einen Zweck. Nein. So, kommen wir da runter oder machen wir dann gleich einen Weg dahin? Eine kriegen wir noch, ne? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Hier müssen wir auf jeden Fall noch einen tiefer. Ich habe was zu lernen in meinem Bücherraum. Okay. Gucke ich mir gleich an.
Gucke ich mir gleich an. Muss bloß noch eine Rampe bauen. So. Könnte reichen. Meter zurückgehen, dass wir gucken können. Zack, zack. So, jetzt fehlen bloß noch ein paar so eine Steine. Kalksteinziegel, haben wir sonst noch was? Steinziegel. Nehmen wir Steinziegel dafür. Hase sagt, das wird nicht. Warum wird das nicht? Bis jetzt sieht doch alles gut aus. Musst du vielleicht doch ein bisschen breiter bauen. Dass ich mit dem Kahn hier rumkomme. Aber sonst sieht doch gut aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass das was wird. Tyrann, danke für deinen Host. OMG, habe ich mich erschrocken. Vielleicht siehst du ja noch Werbung. Ich hoffe nicht. Danke, danke, danke. Jetzt bin ich verwirrt. Was wollte ich machen? Dankeschön für deinen Host. So. Jetzt könnte man hier so runter. Eigentlich müsste das reichen, oder? Ich mache da drei. Hase ärgern, wie meinst du das? Ach so, und willkommen Leute von Tyrann. Willkommen, willkommen. Ich hole mir noch mal eine Lampe. Haben wir die? Die Erdrampen brauchen wir ja sonst so und so nicht mehr.
chippen uns da erstmal was hin. Ich hab da eben geschaufelt, oder nicht? So. Dann müssten wir da doch eine Rampe hinkriegen. Wir nehmen erstmal Steine. Welcome back, fair play. Oh, dann nehmen wir uns eine Erdrampe. Und eigentlich so. Leck. Brauche ich da jetzt noch eine dritte Rampe? Könnte man eigentlich machen, ne? Schon mal die Rohstoffe ein bisschen dichter holen. Kann ich nicht umrennen. Was du nicht umrennen kannst, musst du kaputt hacken, ne? Schmeißen wir das schnell noch in das andere Lager da hinten rein. So, Klappspaten frei. Wieso? Was mache ich denn so großartig falsch? Man kommt hier mit dem Wagen hoch und wieder zurück. Ich habe eine tierische Mine gefunden, die ich bearbeiten möchte, und jeder Meter, den ich da weiterlaufen muss, ist ja alles Zeit, ne? Was macht denn der Charlie hier falsch? Na. Tragen wir den Baum da aus. Den Platz schaffen. Noch zieht. Dann kann man das doch einfach einsammeln, Erddinger und das richtige Steinzeug hinstellen. Also, das ist doch von der Höhe denn schon vorbereitet. Damit da. Muss denn theoretisch doch bloß ersetzt werden. Wenn man denn so weit ist.
Das wird schon. Okay. Danke, dass du da warst, Eisbär. Winke, winke. Schönen Abend noch. Nummer 8. Da rein. Okay, warum komme ich da nicht mehr ran? Ist die jetzt da eingelegt? Hab ich. So. Schauen wir mal, wo haben wir diese Ziegel, dann können die dazu wieder. Wo haben wir jetzt die anderen? Da packen wir die dazu. One.
Da war gerade wieder ein Leck. Ja, gibt manchmal Spikes, die gehen wirklich hoch bis 100%. Machen wir noch das andere Programm aus, was ich hier laufen habe. Auf dem Server. Dass wirklich bloß der Eco-Server läuft. Schon wieder. Hier auch gerade weggemacht, ey. Wie kann das Zeug schon wieder nachwachsen? Claudio, willkommen. Was ist denn das? Das lockt jetzt alle 2 Sekunden hier. Wieder. Im Server scheint es nicht zu liegen, der hat ein Slack, nicht wirklich eine Lastspitze. Ganz komisch. Banano Spartan, willkommen. Willkommen. Grüß dich. Und hallo. Papaya sammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Ich mache heute Minenarbeiter. Ja, wir brauchen sehr viel Lehm. Und eine Höhe, um Ziegel herzustellen, und dann hat der Raum eine höhere Raumstufe und dann kann man den Herd benutzen. Jack Kinto, willkommen. Der Herd, der braucht eine höhere Raumstufe. Deswegen muss ich heute ein bisschen Leben besorgen. Und darf ich vorstellen, das ist meine Lehmmine. Hier gibt es in Massen Lehm. Ja, na, Koch bin ich ja schon so ein bisschen. Ich habe schon diese Profession hier, fortgeschrittenes Lagerfeuer kochen auf Level 7. Death Dragon, welcome. Und wenn wir denn genug Eisen haben, dann können wir ein neues Forschungsbuch kochen.
herstellen und dann kann ich das lernen. Und so einen Ofen haben wir schon zum Kochen und zum Backen. Bloß der funktioniert noch nicht, weil der Traumlevel noch nicht reicht. Also wir haben normale Ziegel, irgendwie Sandsteinziegel. Und die machen ein bestimmtes Raumlevel, aber das reicht nicht für den Herd. Also müssen wir die paar Ziegel noch austauschen gegen so eine Lehmziegel. Ist halt höherwertiger Baustoff. Da muss man erstmal einen ganzen Arsch voll Lehm besorgen, ne? Weil Tanja ihre Tische und Herstellungsdinger, die brauchen dann auch ein höheres Raumlevel nach einer gewissen Zeit. Also wenn man dann höherwertige Fabrikationstische und sowas hat, muss ja feuerfest sein, genau. So kann man das denn begründen. Und hier liegt wirklich viel Lehm rum, deswegen ist hier wie so eine Mine. Muss man dann erstmal alles rausschippen. Gibt zwar auch einen Bagger, aber dafür muss man erst einen gewissen Industriestandard entwickelt haben. Und Öl gefunden haben und sowas alles. Und der Bagger, der verseucht doch die Luft. Das Spiel hier handelt ja um Ökologie und so. Und alles hat einen Effekt. Also wenn du Müll rumliegen lässt, dann verseucht dieser Müll das Umfeld. Also schmeißt man am besten nichts weg. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen in der Zeit, die wir noch haben, den einen Fläser zu bauen, damit der Asteroid abgeschossen werden kann. Muss man ja alles erstmal erforschen und dann noch die Ressourcen haben, das zu bauen. Weiß jetzt nicht, was da noch alles kommt, ob wir dann später vielleicht noch Silber oder sowas brauchen für die Elektronik. Oder mehr Golderz, kann auch sein. Gold schmelzen und so für die Elektronik. Wir haben schon 5000 Sekunden, okay. Dann machen wir einen neuen Code. Gut, Multiple Choice. Machen wir so ein. Start. Und Open. So, das lassen wir wieder so eine Stunde laufen. Gucken wir mal, was können wir noch verlosen? Ein Coin-Buff. Können wir noch verlosen. Für den, der sowas haben möchte.
Da kommt Konkurrenz. Streiten sich schon zwei. Congrats, fair play. Mit Streamkey musst du auf Twitter was schreiben. Weiß jetzt nicht genau welcher Hashtag. Lass mal gucken. Ziemlich genau beschrieben, was man machen muss, damit man den Streamkey kriegen kann. Halt irgendwie so eine Glücksfrage. Hast du die bei Instagram beworben? Okay. Musst du aber sehen, wie sie das mit Copyright geschützter Musik halten, ne? Wenn dein Channel nur darauf basiert und die sagen irgendwann hier, nö, sowas wollen wir nicht, weil sie selber Ärger kriegen, dann ist dein ganzer Channel ja schon wieder obsolet. Natürlich, das ist was anderes. Ich wollte bloß jetzt vorwegnehmen, dass du sagst, hey, spiele ich einfach die Top 100 hier und so wie so ein AFK-Channel.
wo du nur Musik spielst, da kannst du ganz schnell Ärger mitkriegen und kannst du den zumachen. Aber selber Musik machen, ja, ist eine Idee, klar. Musst probieren. Und am besten, glaube ich, überzeugst die Leute, indem du schon so ein Beispielvideo machst. Was so vielleicht eine Minute geht maximal so und wo du so kurz beschreibst, was du vorhast und vielleicht auch ein bisschen Musik spielst und so. Dass sie so ein bisschen angefixt werden. Das wäre so mein Tipp. Ah, okay. Naja, das passt ja dann, genau. Ich wollte bloß sagen, dass man vielleicht sogar bessere Chancen hat, als wenn man bloß einen Post macht, hier Streamkey, please, hier Hashtag und dann zwei, drei Sätze, warum man das möchte, als wenn man da gleich wie so ein Video, wie so eine Ansprache macht, hallo, und kurz beschreiben, worum es geht und vielleicht sogar noch ein bisschen ranhängen in Musik. Kommt dann vielleicht besser rüber, als wenn man das so mal eben in zwei Minuten zusammentippt, weißt du, das merken sie dann auch, dass das liebloser ist, als wenn du dir extra ein Video dafür gemacht hast, für diese Bewerbung. Das würde wahrscheinlich helfen, denke ich mal. Mal zu sehen, du hast da ein bisschen Arbeit reingesteckt, Herzblut und so. Aber das ist nur meine Empfindung, ne? Also das muss jetzt nicht generell stimmen. Ich kenne jetzt keinen Setter-Admin persönlich oder so. Das ist nur halt aus meiner Perspektive. Ich habe auch schon öfter welche gesehen auf Twitter, wie die sich beworben haben und so. Und nach meinem Empfinden würde das mit so einem kurzen Video am besten kommen. Also das muss nicht funktionieren, aber machen einige und ich glaube, das kommt doch ganz gut an. Würde mich natürlich freuen, wenn du in Zukunft ihr Channel aufmachen kannst. Muss noch sehen, ob dein Name dazu passt. Ansonsten kaufst du hier einen Name Change Token. Ich will dir das jetzt nicht vorschreiben, um Gottes Willen, aber so für so ein Music-Channel, Spartan Music oder sowas, würde dann schon vielleicht besser kommen. Oder Spartan Productions oder irgendwie sowas. Würde zumindest auf mich besser wirken. Also ich kann immer nur von meinem Punkt gucken, ne? Ich kann natürlich nicht sagen, wie die anderen das empfinden. Ja, wir alle haben jetzt viel Zeit, mehr oder weniger. Ich muss noch zur Arbeit. Ich habe letztens so ein Schreiben gekriegt, dass ich denn, wenn ich von der Polizei angehalten werde, durchgelassen werden muss. Das kannst nicht einfach so ändern. Das ist ein bisschen anders als bei Twitch. Ich zeig dir das mal kurz.
Wenn du hier auf Store gehst, da gibt es das gelbe Ding hier, Theta TV Name Change. Change your name on Theta TV anytime you want. Entweder du hast 1829 T-Fuel oder du investierst $3. Also so übers Profil geht's nicht. Genauso Profil Big Change kann man dann auch nur ändern, indem man da okay, Tanja, aber ich glaube, da ist nicht so viel Leben wie hier. Ich habe ja hier mega viel Leben. Ich mache 3 Schritte und stehe schon wieder vor dem Leben, ne? Also ist unnormal, wie viel Leben hier drin ist. Aber wie das der Zufall so will, ne? Ja, wie das konkret abläuft, das weiß ich gar nicht genau. Wenn du das erstmal gekauft hast und wenn es denn soweit ist, dann musst du notfalls nochmal im Discord, im Support mal einen Mod oder einen Admin fragen, wie das genau läuft. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich weiß nur, dass das über diesen Weg geht. Also so übers Profil kannst du den Namen nicht ändern und ein Profilbild hinterlegen auch nicht. Und dann wäre schon seriöser. Also wenn du denn spätestens, wenn du einen Stream-Key hast, würde ich auch ein Bild hinterlegen irgendwie. Welches ist dir natürlich überlassen, aber kommt ja dann immer besser rüber, wenn man da ein Bild hat. Aber solange das noch nicht ist, würde ich da mir das Geld erstmal auch vielleicht sparen oder auch noch nicht ändern. Ja, gern. Und wenn sonst irgendwie noch Fragen hast, immer raus damit. Zumindest aus meiner Perspektive kann ich dir auch immer Antworten geben. Außer das geht jetzt um grundlegende Techniken. XP, wann das? Yes, I think. Puh, it's beautiful. It's not so good. Leveling all by hand. But it's necessary to get better stones in the house for walls. It's also very complex, the game. I like it. Okay, bye. Und
Hallo Cassandra Fox. Willkommen, willkommen. Let me see, what can we give away? We do a skin pack giveaway. GG. Gerne, gerne. Ich habe zu danken, dass du da bist. Krieg den Stuff ja umsonst, um das zu verreffeln, ne? Und bin ja dann auch glücklich, dass jemand, der aktiv hier wirklich ist, das denn gewinnt und nicht irgendein Bot, der hier am Farmen ist. Genau. Ja, das wird schon. Zur Not, man kann das auch mit PayPal bezahlen. Ne? Also du kannst auch einen Differenzbetrag bezahlen, dass du einen Teil mit T-Fuel machst und einen Teil mit Dollars bezahlst. Mr. Pintail, willkommen. Das geht alles. Chippe fast kaputt. Muss bald wieder reparieren.
Was würde ich jetzt für so einen Kran geben? Da sind wir leider noch nicht in der Forschung. I don't know. Let me see. Discord. Nope. Er nimmt da den globalen Namen, den du global hast für alle Server. Also ich kann dir schon mal sagen, den Discord-Namen, den du global für alle Server hast, den nimmt er. Du kannst den nicht mehr ändern, wenn du Täter denn einmal bist. Außer du nimmst einen anderen Discord-Account natürlich, ne? Also ich hatte jetzt eben nicht die Option, mich umzubenennen. Das weiß ich nicht. Auf einigen Servern ist das erlaubt. Das hängt vom Serverbetreiber ab, vom Discord-Serverbetreiber, ob der das möchte oder nicht. Wenn nicht, wäre doch die Option, dass du denn dein Haupt-Discord-Dings hier veränderst und dann auf den anderen Servern dich in Bananospartan wieder umbenennst, zum Beispiel. Wäre ja auch noch möglich. Dass der den Hauptaccount sozusagen nutzt, denn und überall, wo du anders heißen willst, dann musst du da gucken, dass du dich da umbenennst. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich denke, die haben damit auch schon ein bisschen Schindluder getrieben und deswegen haben sie es jetzt nicht mehr erlaubt. Hat sich Leute wie so ein Mod oder Admin genannt haben oder so ähnlich und keine Ahnung, oder wie ein anderer Streamer genannt haben. Einfach weil es möglich war, so einfach. Deswegen haben sie es wahrscheinlich abgeschalten, dass man den Namen ändern kann. Schätze ich mal. Ist ja meistens, wenn irgendwelche Leute Mist bauen, dass man dann Sachen ändern muss. Aber sonst hast du schon mal T-Fuel außerhalb von dem Theta TV überwiesen, das geht relativ fix, ne? Innerhalb von ein paar Sekunden sind die überwiesen. Wenn du T-Fuel außerhalb von Theta TV verdienen willst, geht das auch mit so einem sogenannten Edge Cacher. Ich auch mal kurz zeigen. Das ist so ein Programm. Das macht fast dasselbe wie dein Browser, also Daten an das Theta-Netzwerk weiterleiten. Die heißt hier Theta Pre Guardian Node.
und hast halt eine Wallet-Adresse. Ob du damit jetzt was anfangen kannst, schickt mir alle T-Fuel auf diese Wallet-Adresse. Und macht der genau dasselbe. Also wenn du den Browser nicht offen hast und auf Theta schauen tust, dann kannst du nur diesen Edge-Cacher laufen lassen und dann teilt der auch diesen Streams von anderen sozusagen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Webseite das runterladen kannst. Ich glaube hier Theta-Token.org hier. Und wo kann man den denn runterladen? Frag mich nicht wo. Hier, Download Pre-Guardian Node. Tethertoken.org. Und wie gesagt, selbst wenn du denn nicht gerade bei Theta irgendwo zuschaust, kannst du denn außerhalb des Theta TV-Netzwerks was verdienen, hat nicht denn auf dieser Wallet-Adresse. Muss natürlich vorher erstmal angeben, diese Adresse, also eine kreieren, und muss so ein ganz bisschen T-Fuel haben, um das freischalten zu können, diese Cacher, der Teil. Juwa Nicknock, willkommen. Und wenn du denn mal so ein Theta Wallet aufgemacht hast und brauchst 0,001 T-Fuel, um diesen Edge Cacher zu aktivieren. Also falls dir denn mal diese 0,001 T-Fuel oder so fehlen, dann kannst du mir über Discord auch mal schreiben. Dann schicke ich dir das auf diese Wallet-Adresse, dass du denn deinen Edge Cacher anschalten kannst. Das ist jetzt nicht so wild. Nur 0,001, also du brauchst ganz wenig. Wenn du das mal brauchst, musst du sagen, schicke ich dir mal einen T-Fuel und dann kannst du von diesem einen endlos viele Edge Cacher aktivieren. Natürlich bringt das nichts, mehrere laufen zu lassen. Immer nur ein pro IP-Adresse. Ja, aber wenn du als Skinpack verkaufst, hast du die T-Fuel bei Theta TV und du kannst sie nicht auszahlen. Das ist der Knackpunkt. Von Theta TV kannst du die nicht auszahlen, solange du nicht Affiliate bist. Also du kriegst sie nicht raus aus dem Theta TV. Wir könnten einen Deal machen, du donatest mir 10 T-Fuel und ich schicke dir 10 T-Fuel auf eine Adresse, heißt außerhalb des Theta-Netzwerks, Theta-TV. Also direkt von der Streaming-Webseite kannst du das nicht auszahlen. Naja, ist ja nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ich habe dir ja angeboten, dabei zu helfen, wenn du denn brauchst irgendwie 1 oder 10 T-Fuel, um dein Edge Cacher anzuschalten und so. Dann kann ich dir das schicken, aber ich kann dir jetzt kein Angebot machen, dass du mir, wie sag ich, 1000 T-Fuel donatest und ich kann dir die 1000 auszahlen irgendwo. Das kann ich nicht, weil ich so viel auch nicht außerhalb rumliegen habe. Aber ich wollte bloß die Möglichkeit erwähnen mit diesem Edge Cacher, falls du denn beispielsweise, keine Ahnung, wenn du da sowieso deinen Rechner an hast und nicht gerade davor sitzt, dann könnte man so einen Edge Cacher laufen lassen, weißt? Wenn du immer davor sitzt am Rechner, dann macht es ja sowieso mehr Sinn, das beim Theta TV bei jemand zuzuschauen, weil du da zuschauen kriegst du T-Fuel und derjenige, bei dem du zuschaust, der kriegt ja auch noch ein klein bisschen, ne? Also
Da gibt es ja so einen T-Fuel Pool oder wie das heißt. Der unter meinem Video müsstest du den sehen. Ich guck da lieber nicht hin, weil ich keine Depressionen kriegen möchte. Ja, zum Beispiel. Und dann über Nacht lässt du den Edgecacher laufen und den nächsten Tag bloß sehen, da hast du dann Party-Fuel gekriegt für die Bandbreite, die du denn da geshared hast und so. Hast noch ein Programm mehr, was du laufen lassen kannst. Ich würde dir den Edgecacher auch nicht ans Herz legen, wenn ich da nicht schon eine Auszahlung gekriegt hätte. Einmal pro Monat zahlen die das halt aus, ne? Also das ist jetzt kein Scam oder so, wo du nichts kriegst für. Das hat schon seine Richtigkeit. Und ist ja zum Beispiel so, wenn du bei einem Streamer zuschaust, ne, und du kriegst ein D-Fuel dafür und der Streamer hört auf zu streamen, dann kriegst du ja nichts mehr. Und über Nacht weißt du ja nicht, wann wer aufhört. Also ist das schon besser, diesen Edgecacher laufen zu lassen. Weil der unabhängig davon, ob du gerade bei einem Streamer zuschaust oder nicht, funktioniert. Ja, musst dir, ich weiß jetzt gar nicht, wo das Wallet ist, da gibt es ja so eine Web-Wallets, ne? Da musst du dir so eine Keystoke-Datei runterladen und noch ein Passwort haben. Sicher, die hat alles schön weg. Irgendwo. Sonst kommst du nicht mehr an dein Tether-Wallet ran und wie gesagt, wenn du mal ein T-Fuel oder so brauchst, dann schick mir deine Wallet-Adresse per Discord und dann schicke ich dir da ein T-Fuel hin. Dann kannst du deinen Edgecacher aktivieren, das ist auch innerhalb von Sekunden dann erledigt, also. Der sagt nämlich, hier geben sie ihre Wallet-Adresse an und dann musst du von dem Wallet 0,001 oder sowas T-Fuel überweisen, damit das dann aktiviert wird. Und wenn du das überwiesen hast, dann dauert das vielleicht 30 Sekunden maximal und dann ist das angeschalten und der Edgecacher läuft. Und hilft natürlich auch, das zu verteilen, ne? Also für die anderen Zuschauer ist das dann einfacher. Und spart dann wieder Serverkosten für Tether TV, weil du dann auch Stream weiterleitest und nicht alles immer vom großen Server kommen muss. Hat schon seine Vorteile. Dafür kriegst du ja ein bisschen was. Noch was verlosen. Oh, so ein Epic Skin Pack verlosen. Wenn du das vertickerst, hat es ein bisschen mehr Wert als 10 T-Fuel. Ich glaube, letztes Mal, wo ich das verkauft habe, habe ich 60 gekriegt dafür.
ist natürlich jetzt so ein bisschen schwieriger da zu erraten, ne? Aber der Gewinn ist ja auch höher. Epic Skin Pack. Congratulations. Die Spüle, die war aber sonst nicht hier, ne? Denn herstellen? Gebratener Reis mit Ananas. Cool. Gekochter Reis. Fortgeschrittenes Kochen. Heidelbeerextrakt. Purpursalat. Raffiniertes Öl. Süßer Salat. Tortilla. Wildsalat. Zuckersirup. Aus Zucker. Hm? Cool. Aber dafür brauchen wir halt auch Lehm. Damit das Ruhmtier höher kommt. Also schnell was essen und wieder zurück. Sammeln, sammeln, sammeln. Nein, doch. Oh. Bananenspartan, danke für die 10 T-Fuel. Oh, und Zahnfee? Grüße zurück, Tanja. Grüße zurück. Wenn du ihn mal wieder siehst. Danke für nochmal 10 T-Fuel. Nein, doch, oh. Einmal für dich, einmal für mich. Mir schon geschrieben.
Lass mal gucken. Oh mein Gott, wir werden alle pleite gehen. Okay, ich habe deine Adresse. Let me see, Theta Wallet. Ich schalte jetzt nicht um, um das zu zeigen, ne? Muss erst mal gucken. Hm. 0x2, wir nehmen das. 0x2. To-Adress. Lieber noch mal prüfen, bevor man hier was falsch sendet, ne? Das Ende fängt mit 0x93 an und endet mit 230 EB. Das passt, okay. Enter Amount 10. Transaction Fee 0,000001. So. Das, zack. Ist gerade in Processing. Ich glaube, jetzt ist es schon da. Ich log mal aus. So. Zumindest bei mir steht Send. Krass, schon da. Ja, siehst du ja, das geht fix wie Sau. Und kannst du jetzt natürlich deinen Edge-Cacher damit anschalten und so. Also bei so einem kleinen Summen 10 T-Fuel und so kann man das machen. Ich hatte jetzt gerade auf dem Wallet, von dem ich das geschickt habe, 190 T-Fuel. Ist jetzt nicht so mega viel, ne, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und die andere Richtung funktioniert. Also von diesen Theta-Wallets kannst du auf deinen Theta-Account einzahlen. Also falls du da irgendwas hast, was du aus dem Store haben möchtest, kannst du T-Fuel sammeln und dann auch einzahlen. Du hast ja eine Wallet-Adresse und da, wenn du auf deine T-Fuel mal klickst hier in Theta, hast eine Wallet-Adresse, da kann man auch Sachen hinsenden sozusagen. Klicken wir noch die eine Werbenachricht vom Brave-Browser an. Kriegen wir wieder ein bisschen BAT. Ach, ich wollte noch meine Dings hier ablegen, meine Papayas. Gut. Haben wir einen glücklichen Edge-Cacher-Betreiber mehr. Und das entlastet natürlich diese CDN-Server von Theta. Weil das dann bloß noch an einen beispielsweise geschickt werden muss und der schickt es weiter zum Beispiel zum Edge-Cacher oder... Naja, auf jeden Fall kostet das nicht mehr so viel Traffic und dadurch können sie das ja überhaupt machen. Ich finde das Prinzip total toll. Hat zwar mehr Delay als Switch und so, aber das geht nun mal nicht anders vom Netzwerk her, ne? Du musst das ja erstmal zu jemandem schicken und dann wird das weitergeschickt und so. We'll be right back.
So. Weiter geht's. Mit dem Schippen. Und soweit ich das verstanden habe, jemand möge mich korrigieren, wenn das nicht so ist, habe ich irgendwo mal gelesen, dass die Streaming-Plattform DLive auch irgendwie dieses TTAT-Protokoll einbauen will. Dass die dann auch hier Content Delivery über das Netzwerk und dann mit T-Fuel vergüten und so. Also das kann auch eine andere Streaming-Plattform einsetzen. Das ist jetzt nicht von TETA direkt geschützt oder so. Also das ist direkt freigegeben auch, dass die das nutzen können. Nee, ich habe den Weg nicht gesehen. Ich bin wie immer den normalen Weg gegangen. Muss ich mal gucken, wenn ich nächstes Mal da bin. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Betriebsblind. Boah, hab ich schon wieder Bock auf morgen arbeiten. Besonders, wenn man sonntags gearbeitet hat, ne? Also. Das fetzt denn richtig, wenn man jeden Tag frei hatte. Hey, wake up. Gern, kein Problem. Nicht dafür, Banane Spartan, und danke, dass du hier warst. XP war das. Thanks for the follow. Willkommen. No problem. Sorry for being German. Everything is okay. I call you Vadas, okay? If you're fine with this. Maybe it's different spoken, Vadas. Maybe with sh, Vadas. I think.
And it is okay for you, then I call you so. Das ist ganz normal Erde hier. Moment. Das ist ja gar kein Lehm. Hat es Lehm. Guess the number is active. It's yours, fair play. No one wants it. Yes, I can hunt the animals and go to the butcher and chop it into pieces of flesh. Yes, kill them and eat them. But everything you do has consequences. If you kill all animals of the same race, no reproduction is there. So this race has extinction, and you was a horse. So only kill what you can eat, or only kill what annoys you. If a rabbit goes to my fresh planted corn, I kill the rabbit. But there in the free nature, I try not to kill every animal I see. So the animals can reproduce and a healthy population on the world. It's a game, guess the number. If you guess the right number, you win something. And Fairplay is the only one who is guessing, so I bet he wins.
You see, their players guessed the right number and becomes the win. GG. It's my way to reward active users. Ich sehe hier keinen Unterschied, doch jetzt. And also, this game has many languages. You can switch the language. I don't know. I think for you is English the best option. Ruski, Polski, Espanol. I think Korea, Koreanisch, Chinese. Maybe Greek? No idea. I like Deutsch. That's my mother language, my first language. You can see the world, who you are. I'm here, mining in the clay mine. That's the real world. I have set some markers where I grow something. That's the best spot where the plants are growing. You have ecosystems. Some plants only grow in a specific ecosystem, like the desert, agave, and cactus only grow in the desert.
You cannot die in this game. It's not about dying. No PvP. Only co-op PvE. Lost Mindframe. Welcome, how are you? Wake up. Bist du or not? Welcome. How are you? Wait.
toes, but the rocks give away. Der Code war 2, 2, 2, noch ein neuer Code. Schippe kaputt, nächste Schippe. Thank you.
No. You mean this? It's almost full. 7 shovels away. We need this clay. Game has an excavator, but you must can build the excavator first, and the excavator needs fuel and produces pollution. We don't have oil, so no fuel for the excavator. And we cannot construct the excavator at this time, so all things are manually done with the shovel. Now it's full.
It's also a great thing you can see what is in the storage. Sandstone, and you see it from here, set a sandstone in the storage. Hallo. Yes, big house. You have a big saw, a mill. Now we crafting a cement skill book. You have to learn these books to get the to unlock the jobs. You have some jobs, for example hunting. You can go in the jobs hunting. And you can go in the job butcher. The better level you have, so better you in the job. It's more effective. You don't need so much calories. This is your calorie display. You have to watch your things you eat. An ideal way is you have all the same ingredients, for example carbs, proteins, fat and vitamins. And when you skillet in the job, you have a lower calorie consumption per work step.
cooking, for example, or cement, mining, that's my area. Workplace. Okay, no problem. Thanks for being here. And have a nice evening, Mr. Badash. Doch, ich habe den Weg am Haus genommen, wo ich jetzt zurück bin. Hatta, hatta.
Bauholz brauchen wir gar nicht mehr so viel, okay. Hast meinen anderen Weg sabotiert, damit ich da lang gehen muss, ne? Sitzt das Kanickel in meinem Mais rum oder Reis rum? Wake up. Bataillon Q, willkommen. Thanks for the follow. Habe ich hier nicht irgendwo auch einen Baumstamm? Können wir dann das Zeug wieder einsammeln? Mich da aber nicht mehr ran an das Lager. So, tun wir das hier hin. Hallo, Steinziegel.
Diese Dauersteinziegel, oder? Doch. Achso, 15. Passen da nur. Okay. Welcome back, Chefs. Congrats, fair play. Okay. I think that's it.
Yep. That's it for today. Do the raffle, code 3. Code 3. Good luck, everyone. Okay. Congrats. I think the black hole has hit it again. Yep. I think so. The black hole swallowed the other two choices. Sorry for that. I cannot do anything about that. I give you a small bit. I'm thankful that you are here. Thanks for watching. I'll be here tomorrow. Thanks for the follows and donations. Bye bye. Tschüss, arrivederci. Auf Wiedersehen.